Hast du auch in letzter Zeit darüber nachgedacht, einen Urlaub in Sri Lanka zu machen? Dann geht es dir wahrscheinlich wie vielen anderen. Deswegen möchte ich in diesem Video genauer darauf eingehen, wie die Lage hier vor Ort ist, wie viel so ein Urlaub kosten kann und wie die Sicherheit hier im Land ist. Wie viele wahrscheinlich gehört haben, gab es hier vor ein paar Monaten Unruhen. Darauf möchte ich am Ende vom Video noch genauer darauf eingehen. Deswegen bleib bis zum Ende dran, wenn dich das interessiert. Wenn du uns bei unserer Reise verfolgst, dann drücke doch da unten den Abo-Button und die Glocke, so bekommst du immer mit, wenn wir ein neues Video veröffentlichen und unterstützt uns bei unserer Reise. Ich fange gleich mal mit Punkt 1 an, den Kosten hier vor Ort. Ich werde euch heute einfach mal mitnehmen und alle Ausgaben, die ich so an einem Tag habe, mit euch teilen. Mal zu Anfang noch der Wechselkurs. Ist ungefähr 1 zu 400, heißt für 1 Euro kriegst du 400 Rupia. Was ganz nice ist. Hier die Unterkunft ist sehr simpel. Bett mit Moskitonetz. Ohne das stirbt man. Der Ventilator ist auch extrem wichtig. Ohne den geht's auch nicht. Und Badezimmer mit Dusche, aber nur Kaltwasser. Jetzt nach dem Surfen geht's erstmal zum Frühstücken. Ich bin hier direkt 50 Meter vom Surfstrand. Das ist echt so praktisch, wie es nur sein kann. Das Frühstück ist hier im Preis von der Unterkunft mit inbegriffen, kostet somit nichts extra. Ich zahle hier ungefähr knapp über 20 Euro am Tag mit Frühstück, also das ist echt voll okay. Vincent und ich haben uns für die Zeit eine getrennte Unterkunft geholt. Ist mal ganz gut, um einen Lagerkoller zu vermeiden. Wir sitzen auf dem Boot ja immer viele aufeinander rum. Und das nicht zurückbezahlen. Nach dem Frühstück habe ich mich eigentlich immer hier in einen Café gehockt. Es ist auch wieder nur 50 Meter in die Richtung. Und habe ein bisschen an den Videos gearbeitet oder einfach irgendwas am Laptop gemacht, Daten sortiert. Heute muss ich mich um das Visa für unseren nächsten Stop auf den Malediven kümmern, dass wir da einen Agenten haben, der uns da beim Einklarieren hilft. Muss man sich wieder einen Agenten nehmen, leider. Und ja, da kann man sehr entspannt sitzen, das Internet ist schnell. Es gibt günstige, leckere Getränke, Smoothies, Säfte oder Kaffee. Und da hocke ich dann meistens für ein paar Stunden oder so, bevor es zum nächsten Surf geht oder was auch immer. Also ein Cappuccino kostet hier 1,20 oder so und mein Smoothie kostet jetzt 1,30. Auch wenn man hier frühstücken würde, würde man nicht über 3-4 Euro ausgeben. Das ist echt extrem preiswert. Und das ist noch eine touristische Gegend. Hier sind die Preise eigentlich noch ein bisschen höher, als wenn man jetzt in Local-Regionen geht. Es scheint so, als wäre es doch ein bisschen leichter, auf den Malediven einzureisen. Ist aber dafür nicht ganz billig. Ich glaube, wir werden da über 1000 Euro lassen. Ich mache jetzt noch mal kurz Pause und dann gehe ich noch mal eine Runde surfen. Aber an einem anderen Spot diesmal. Ich glaube, ich fahre irgendwo hin. Es gibt hier an der Südküste ganz viele verschiedene Surfspots und echt viel zu entdecken. Mein Lieblingsspot ist tatsächlich genau der hier vor der Unterkunft. Das ist einfach der beste Spot. Hier sind nicht so viele Leute, heißt man kriegt eher Wellen, weil halt wenige andere die Wellen wegschnappen. Dafür ist es hier schon ein bisschen mehr fortgeschritten. Also Anfänger findet man hier echt nicht, weil das auf dem Riff und relativ flach und die Welle kommt sehr schnell. Ist nicht so leicht zu surfen, aber macht deswegen auch umso mehr Spaß. Aber hier gibt es einfach Wellen für alle, egal welche Stufe du bist oder wie gut du surfst, du findest hier eine passende Welle. Es gibt echt so viel. So, und heute Mittag geht es auch nochmal zum Surfen. Dazu fahre ich jetzt aber irgendwo hin. Ich gehe nicht an zum gleichen Spot wie heute Morgen. Der ist hier gleich in der Ecke. Ich will noch was anderes sehen. Deswegen geht es ein paar Strände weiter zu einem Spot, der heißt Black Sands.
Soll wohl ganz cool sein auch. Schau ich mir das mal an. Und zu dem Surfspot geht's mit dem Roller. Den Roller habe ich hier gemietet für die Zeit, wo ich hier bin. Das ist echt mega praktisch, kommt man überall hin. Und Preis. Es ist günstiger als auf Bali oder in Indonesien. Das ist wirklich unglaublich günstig. Das kostet 1500 pro Tag. Heißt irgendwie 3,70 oder so. Das ist schon echt verrückt gut. Der Roller ist auch ein bisschen schäbig. Fällt fast auseinander, aber ist egal. Der Verkehr hier ist auch ein richtiges Abenteuer. Die Leute fahren ja so verrückt und am schlimmsten sind die Busse, also die Linienbusse, die überholen in jeder Situation. Das ist einfach egal. Man muss echt aufpassen. Hier ist der Roller und das ist der Surfstrand. Die Lage meiner Unterkunft ist sehr gut. Hier im Süden von Sri Lanka sind viele Angebote für Touristen. Es gibt viele Hostels und Homestays. Aber man merkt gerade, noch sind nicht so viele Touristen hier. Aber warum sind denn hier gerade weniger Touristen im Land? Wie du vielleicht gehört hast, gab es Anfang 2022 Unruhen hier im Land. Es gab Demonstrationen, vor allem weil die Leute hier gerade sehr unzufrieden sind mit der Situation, weil viele Dinge nicht funktionieren. Und es bis oben in die Politik oder vor allem oben in der Politik ganz große Probleme gibt. Die Leute sind mit der Situation hier sehr unzufrieden. Und wenn man mich fragt, auch zu Recht. Was ich mitbekommen habe, funktionieren hier grundlegende Sachen nicht. Das ist wie zum Beispiel eine sichere Stromversorgung. Es fällt regelmäßig der Strom aus. Einmal am Tag wird der Strom regulär abgeschaltet, um Treibstoff zu sparen. Und das ist auch schon eines der Hauptgründe, warum die Leute unzufrieden sind. Es gibt Treibstoffengpässe, es gibt nicht genug Sprit für die Menschen. Und zum Beispiel ein Beispiel, was ich jetzt gehört habe, eine GoPro. Man kann hier eine GoPro 9 kaufen, also das Modell von vor 3 Jahren, für 400 Euro, was sehr teuer ist. Das kann man in Deutschland wesentlich günstiger bereits kaufen. Plus einen fast genauso hohen Preis für die Versandkosten, heißt nochmal fast 400 Euro, kommen wir auf ungefähr 700 Euro, die man zahlen muss für eine GoPro 9 hier. Und das sind so, es gibt einfach sehr hohe Einfuhrzölle auf alles oder fast alles. Und das gefällt den Leuten natürlich überhaupt nicht, wenn man merkt, es gibt Politiker, die sich das Geld in die Tasche stecken und die Bevölkerung zahlt so hohe Preise, aber es kommt letztendlich bei der Bevölkerung nichts an. Und dann war noch das eigentliche Problem im März 2022, dass die Ladung nicht von den Schiffen, von den Frachtern gelöscht werden konnte, weil dass der Staat keine Bargeldreserven mehr hatte und die nicht bezahlen konnte.
Heißt, es war dann die Fracht auf den Schiffen in den Häfen und sie konnte nicht an Land kommen. Und das hat die Leute natürlich zu Recht extrem sauer gemacht. Und so wurden dann auch die Demonstrationen entstanden. Noch ein wichtiger Punkt, Korruption. Wir haben schon viele andere Länder auch erlebt, wo es Korruption gab, zum Beispiel Mexiko, Marokko, Dominikanische Republik, Panama. Da ist es auch mal ganz normal, dass man einem Polizisten ein bisschen Bargeld gibt, damit man weiterfahren darf. Haben wir auch schon gemacht. Sind wir nicht so super stolz drauf. Aber es ist beinahe gang und gäbe. Und genauso hier auch. Wir haben gehört, ja, angehalten, kein Führerschein dabei, 3 Euro gezahlt, weitergefahren. Das funktioniert aber noch bis in einem gewissen Maße. Wenn jetzt aber der Staat komplett korrupt ist und es viele Politiker gibt, die sich Geld in die Tasche stecken, dann funktioniert es irgendwann einfach nicht mehr. Und deswegen regen sich die Leute hier auch grob auf und irgendwie auch zurecht. Hier wurde in die Richtung ein riesiger Hotelkomplex gebaut oder wird gerade gebaut mit Geld vom Staat, Unterstützung vom Staat, und die Leute sehen, dass das Geld für sowas da ist, aber bei ihnen fehlt es und bei ihnen kommt nichts an. Alles in allem würde ich sagen, ist die Situation aber sicher, vor allem für Touristen hierher zu kommen, überhaupt kein Problem, muss man sich keine Sorgen machen. Berichte oder Artikel wie beim Auswärtigen Amt auf der Webseite, wo hinten steht, dass man, wo einem nicht empfohlen wird, hierher zu reisen, würde ich eher mit Vorsicht begegnen, weil das ist ein bisschen überzogen, meiner Meinung nach. Man kann hier sicher herreisen, ohne Probleme zu haben. In den touristischen Gebieten wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass es keine Probleme gibt, dass der Strom sicher da ist, dass die Versorgung gut ist. Und das ist auch wichtig für das Land, dass hier Touristen herkommen, und Touristen schaffen Jobs, Touristen bringen Geld ins Land. Ohne Touristen funktioniert dieses Land auch nicht so, wie es soll. Deswegen empfehle ich eigentlich jedem, kommt hierher, schaut euch das an, das ist ein tolles Land, hat super viel zu bieten. Die Leute sind extrem, extrem nett, freuen sich über jeden, den sie sehen. Keine schlechte Erfahrung gemacht bisher. Auf jeden Fall eine Reise wert. Und noch eine Kokosnuss am Strand für knappe 30 Cent. So, zum Abendessen fahre ich jetzt mit dem Tuk-Tuk, weil mein Roller keine Scheinwerfer hat. Aber die Tuk-Tuks sind auch relativ günstig. Also man kann in touristischen Gebieten schon abgezockt werden, auf jeden Fall. Das kann passieren. Aber meistens sind die doch, wenn man irgendwie ein bisschen verhandeln kann, sind sie dann doch schon preiswert. Also ich denke, es wird so 2 Euro kosten vielleicht hin und zurück. Also schon okay. Only you own Russian car, yeah? Yeah. You own with beer or without beer? With beer. Ah, with beer. Beer? Beer? Lager? Ja. Vier Dinge. That's rice and curry, or what is it? It's vegetable with some steamed rice. It's not chicken curry with some steamed rice. All come with steamed rice. Ja. So, es gibt jetzt typisch für Sri Lanka Rice and Curry. Das machen die ja echt teilweise schon ziemlich scharf, muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist echt verflucht lecker und man kann es sehr, sehr oft essen. Ich habe das jetzt hier eigentlich beinahe jeden Abend gegessen und das ist sehr gut. So. Yes. Himasha Oshadi, Hiri Supertran 3.
Haben wir sogar Hand, oder? Wieder zurück am Boot und wir bereiten uns jetzt vor für unseren Schlag Richtung Malediven. Da müssen wir noch einiges am Boot aufstocken. Das seht ihr aber im nächsten Video. Dieses Video endet jetzt hier. Abschließend zu Sri Lanka möchte ich noch sagen, es ist echt ein hammertolles Land und ein Urlaub auf jeden Fall wert. Es gibt echt viel zu entdecken und die Leute sind nett und das ist, also, Hammer Experience. Wir werden oft gefragt, was denn unser Lieblingsort ist, wo wir bisher waren. Und das kann man nie so ganz beantworten, weil es gibt nicht diesen einen Ort, wo man sagt, hey, da, genau der Ort ist es, sondern es ist so die Mischung aus allem. Was man aber sagen kann, Sri Lanka gehört auf jeden Fall zu den Top-Spots dazu. Also es war echt sehr schön, hier gewesen zu sein. Zu den Kosten noch. Es war natürlich alles in allem super günstig hier. Lebensmittel, alles, das kostet echt sehr wenig. Man kann einen sehr günstigen Urlaub machen, wenn man das will. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, wenn man in ein Hotel geht oder so. Aber in so Homestays oder Hostels, da man kommt mit wenigen Euros am Tag aus. Also das ist super cool für Backpacking oder auch so Reisen als Pärchen haben wir jetzt hier viel gesehen. Genau, das war's wieder mit dem Video. Gib einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.